Hallo zusammen! Im heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr ein defektes Kerzengewinde fachmännisch reparieren könnt. Für die Reparatur von einem Zündkerzengewinde benötigt ihr ungefähr 5 bis 10 Minuten. Dafür braucht ihr grundsätzlich ein Reparaturset, einen Kolbenstopper, 2-3 Steckschlüsselaufsätze, Loctite, und je nachdem einen Schraubstock. Bei den Aluminiumzylinderköpfen kann es durchaus mal vorkommen, dass ein solches Gewinde ausreißt, gerade dann, wenn man die Kerze oft rein und wieder rausschraubt. Das Gewinde ist ausgerissen, die Kerze findet keinen Halt mehr. Hier gibt es nun die Möglichkeit, dieses Gewinde auch fachmännisch zu reparieren, mit einer sogenannten Reparaturhülse. Es gibt diese in dieser Ausführung für die Kurzgewindekerzen. Und es gibt diese für die Langgewindekerzen. Hierbei bei der Anwendung kann man das entweder mit diesen Hülsen machen oder es gibt auch Helicoil-Gewindeeinsätze. Das ist beides etwa gleich gut. Ich persönlich bevorzuge diese Hülsen, weil sie halt einfach an einem Stück sind und sauber halten anschließend. Nun, wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier einen Kopf mit ausgerissenem Gewinde. Ich habe diesen speziellen Gewindebohrer. Im ersten Abschnitt bohrt er vor und greift sich ins alte Gewinde. Und im zweiten Abschnitt schneidet er das neue Gewinde, etwas größere Gewinde, in den Zylinderkopf hinein. Ich befestige den Zylinderkopf am besten in einem Schraubstock. Hier bei einem Sachs geht das relativ gut. Ich gebe hier die Zylinderkopfschrauben in die Löcher hinein. Und spanne hier auf die Schrauben, gebt ein bisschen Acht darauf, dass nicht die Dichtfläche verkratzt wird. Gegebenenfalls, wenn ihr unsicher seid, könnt ihr auch einen Karton darunter nehmen. Anschließend nehme ich den Gewindedorn und treibe den eigentlich einfach in den Zylinderkopf hinein. Hierbei wichtig, ich nehme hier ein T-Stück, nicht unbedingt die Ratsche, somit kann ich relativ gerade ansetzen und das Ganze gerade reinschneiden. Auch vom Vorteil ist es hier, ein bisschen Schneideöl zu verwenden, Gewindschneideöl. Ihr könnt zur Not auch normales Schmieröl nehmen. Hauptsache nicht komplett trocken. Ich setze nun das Werkzeug an. Hierbei gebe ich Acht, dass das sauber im Winkel ist und treibe das Ganze einfach in den Zylinderkopf hinein. Wenn ich das Ganze nun runterdrehe, das geht also durchaus ein bisschen streng, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, darum geht es auch am besten in einem Schraubstock drin. Hier wichtig, immer wieder zwischendurch ein bisschen ölen und dann das Ganze sauber bis runter einmal durchschneiden. Nun, wenn das Gewinde soweit geschnitten ist, solltet ihr dieses ein bisschen reinigen, dass alle Späne sauber draußen sind und anschließend können wir die Büchse einsetzen. Hierbei wichtig, dass das Gewinde ganz sauber entfettet ist. Nun sollte hier diese Braue, die es vom Gewindebohren gegeben hat, noch ein bisschen entfernt werden. Hierzu nehme ich entweder einen Kegelsenker, wenn ich einen solch großen habe, oder ich kann auch dieses Brauenentfernungstool verwenden. Mit diesem kann ich hier sauber einmal rundherum, bis die Braue sauber weg ist und ich anschließend diesen Einsatz sauber eindrehen kann. Als nächstes kann ich den Gewindeeinsatz wieder eindrehen. Für das geht es am besten mit einem Kolbenstopper. Ich kann diesen hier raufdrehen. Der hat hinten einen ganz sauberen Bund. Ihr könnt auch eine alte Zündkerze nehmen, wo ihr vorher den Dichtring entfernt. Das funktioniert auch wunderbar. Grundsätzlich sind diese Hülsen ein bisschen im Übermaß, dass diese schon sehr gut klemmen hier drin. Ihr könnt aber durchaus auch noch ein bisschen mit Lagersitzkleber die Hülse bestreichen, damit sich diese Hülse sicher nicht mehr rausdrehen kann. Dieser Fügekleber ist bis rund 150, 160 Grad temperaturresistent, ist also gerade etwa das, was an einem Zylinderkopf ansteht, aber durch die sehr große Klemmwirkung der Hülse alleine reicht dies eigentlich total aus. Nun ganz wichtig beim Einbau, dass ich die Hülse gerade ansetze
Somit drehe ich die bis nach hinten. Im hinteren Bereich beginnt diese dann etwas zu klemmen. Hierbei kann ich das einfach von Hand eindrehen, bis sauber an den Anschlag. Den Kolbenstopper kann ich dann lösen und die Hülse bleibt drin. Hierbei kann ich jetzt nun, wenn es die Hülse wieder rausdrehen würde, eine Nacht lang warten, damit sich der Fügekleber aushärten kann und dann kommt die Hülse sicher nicht mehr mit raus. Nun habe ich hier ein sauber repariertes Gewinde, eine saubere Dichtfläche für einen Quetschring. Innen drin habe ich praktisch keine Veränderung des Brennraumes. Somit habe ich wieder einen sauberen Zylinderkopf, der wieder die nächsten 10 Jahre hält. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.